Also gut, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 67, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, betreffend eine Aktuelle Stunde, die freie, offene und vielfältige Gesellschaft verteidigen, für den Zusammenhalt der Gesellschaft auch in Hessen, mit dem Tagesordnungspunkt 68, Antrag der Fraktion DIE LINKE, betreffend eine Aktuelle Stunde, nach der Bundestagswahl Rechtsruck entgegentreten, soziale Gerechtigkeit in Bund und Hessen durchsetzen. Das ist 1952-94 und 1952-95. Wir machen 7,5 Minuten, wie besprochen. Der Dr. Jürgens ist auf der Tribüne. Und ich begrüße, bevor wir anfangen, auf der Tribüne unseren langjährigen Kollegen Dr. Jürgens von den GRÜNEN. Grüß dich. Jetzt fangen wir an. Der Kollege Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, hat das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bundestagswahl ist eine Zäsur. Zum ersten Mal seit 1945 hat mit der AfD wieder eine in Teilen offen rassistische Partei im Reichstagsgebäude Einzug gehalten. Fast 13% haben die AfD gewählt. Das heißt aber auch, 87% haben sie nicht gewählt. Entgegen dem, was die AfD behauptet, ist sie eben nicht alle und spricht sie eben nicht für das Volk. Wann immer eine Partei für sich in Anspruch nimmt, für das Volk zu reden, dann sollten alle Demokratinnen und Demokraten entgegnen, die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Einzigartigkeit und in ihrer Vielfalt. Das ist das Volk und niemand anderes. Deshalb macht uns GRÜNE dieses Wahlergebnis ebenso kämpferisch wie nachdenklich. Es macht uns kämpferisch, wenn Herr Gauland am Wahlabend sagt, wir holen uns unser Land zurück. Denn dann sagen wir, wir geben dieses Land nicht her. Wir wollen unser freies, unser offenes, unser vielfältiges Land behalten. Wir wollen ein Land behalten, in dem sich jeder frei entfalten kann und nicht eine Partei sagt, wie alle zu leben haben. Wir wollen ein Land behalten, in dem Menschen aus verschiedenen Nationen, Religionen, Kulturen friedlich zusammenleben. Wir wollen ein Land behalten, das ein freundliches Gesicht zeigt. Wenn Menschen an der ungarischen Grenze im Dreck liegen, in Not sind, dann wollen wir ein Land, das ein freundliches Gesicht zeigt. Wir wollen ein Land behalten, das fest eingebettet ist in der Europäischen Union und solidarisch mit anderen Staaten ist. Und wir wollen ein Land behalten, das sich seiner internationalen Verantwortung bewusst ist und das Verantwortung übernimmt für den Klimaschutz und für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen, meine Damen und Herren. Denn das ist das Deutschland des Jahres 2017. Wir wollen kein anderes Deutschland. Wir wollen kein Deutschland von 1950, und wir wollen erst recht kein Deutschland von 1930. Und wenn wir aus Bayern hören, Deutschland soll Deutschland bleiben, dann sagen wir, ja genau, Deutschland soll Deutschland bleiben, frei, offen, bunt und vielfältig. Das Wahlergebnis macht kämpferisch, aber es sollte uns auch nachdenklich machen. 87% haben die AfD nicht gewählt. Aber immerhin 13% haben sie gewählt. Wir als Politikerinnen und Politiker müssen uns fragen, warum Menschen eine Partei wählen, die zur Lösung ihrer Probleme nichts, aber auch gar nichts beizutragen hat. Geben wir schon in allen Feldern die richtige Antwort?
Wie kann es sein, dass in einem der reichsten Länder dieser Welt Menschen sich nicht nur abgehängt fühlen, sondern Teile unserer Gesellschaft abgehängt sind? Kann es sein, dass wir uns manchmal mit vergleichsweise kleinen Problemen sehr viel beschäftigen und mit großen Problemen zu wenig beschäftigen? Das sind die Fragen, denen wir uns stellen sollten. Wir sollten die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Das bedeutet aber gerade nicht, die Scheinlösungen der Populisten zu übernehmen. Wir müssen mit einer eigenen Erzählung, mit eigenen Antworten, mit Mut und mit Zuversicht reagieren. Und, meine Damen und Herren, auch ein bisschen Populismus ist keine Antwort und ist nicht die richtige Reaktion. Ein bisschen Populismus geht nicht. Wir haben das in Großbritannien bei dem damaligen Premier Cameron gesehen. Der wollte ein bisschen Populismus wagen und hat alles verloren. Wir sehen das an Ministerpräsident Mark Rutte in den Niederlanden, der ein bisschen Populismus geglaubt hat, als richtige Antwort geben zu müssen und bis heute keine Regierung bilden kann in den Niederlanden. Wir sehen das an dem Bundesinnenminister de Maizière und an dem bayerischen Innenminister Herrn Herrmann, die in ihren Bundesländern das schlechteste CDU-Ergebnis und das beste AfD-Ergebnis einfahren mussten. Und deshalb, meine Damen und Herren, wer sich mit uns Grünen auf die Reise nach Jamaika machen will, der muss auf der Mitte des Weges bleiben und darf nicht rechts abbiegen. Nicht nur Politikerinnen und Politiker sollten das Ergebnis nachdenklich machen, auch die Gesellschaft, weil Demokratie sind wir alle, sind nicht nur die Politikerinnen und Politiker. Eine Gesellschaft, in der immer mehr Menschen der Meinung sind, Demokratie ist nur, wenn ich Recht bekomme, die hat ein Problem. Eine Demokratie, in der immer mehr Menschen Konsensfindung ablehnen, sich nicht mehr der Mühe des Ausgleiches von verschiedenen Interessen stellen wollen, die hat ein Problem. Und eine Demokratie, in der immer mehr Menschen den Kompromiss aktiv ablehnen, den Ausgleich von Interessen aktiv ablehnen, der müssen wir auch wieder in Erinnerung rufen, dass der Kompromiss, der Ausgleich der berechtigten Interessen von verschiedenen Menschen nichts Verwerfliches in der Demokratie ist. Meine Damen und Herren, das ist der Kern der Demokratie, der Ausgleich von verschiedenen Interessen. Noch ein Gedanke, meine Damen und Herren. Eine Demokratie, in der Parteien um jeden Preis regieren wollen, das wird nicht funktionieren. Aber eine Demokratie, in der die Hälfte der Parteien im Deutschen Bundestag aktiv sagen, sie wollen nicht regieren, so wird es eben auch nicht funktionieren, meine Damen und Herren. Weil wenn das Herr Kollege Wagner, Sie müssen zum Schluss kommen. Wenn das alle Parteien für sich sagen würden nach einer Wahl, was wäre das für eine Konsequenz? Dann wären Neuwahlen die Konsequenz, und das kann nicht im Interesse der Demokratinnen und Demokraten sein. Und deshalb. Und deshalb hoffen wir, und ich meine das nicht parteipolitisch, dass den Jamaika-Partnern die Königsdisziplin der Demokratie gelingt, nämlich Kompromisse bei unterschiedlichen Interessen zu finden. Und die Interessen dieser Partner könnten nicht unterschiedlicher sein. Denn, meine Damen und Herren, der Kompromiss, der echte Kompromiss, nicht der faule Kompromiss, ist das Wesen der Demokratie. Und wir wollen ein Land behalten und ein Land gestalten, das frei, offen, bunt und vielfältig ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bundestagswahl ist eine Zäsur. Zum ersten Mal zieht eine offen rassistische und nationalistische Partei in den Deutschen Bundestag ein. Dieser Rechtsruck ist ein Alarmsignal, und das zeigt, wie wichtig es ist, sich Rassismus und rechter Hetze entschieden entgegenzustellen. Die AfD ist ein Sammelbecken für völkische Nationalisten und Neonazis mit Verbindungen zu Reichsbürgern und Identitären. Spitzenkandidat Gauland will Frau Özdemir in Anatolien Zitat entsorgen, ist stolz auf die Zitat Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Frau Weidel spricht von molekularen Bürgerkriegen durch Überfremdung. Andere warnen vor Mischvölkern. Dieser Hetze, meine Damen und Herren, muss entschieden entgegengetreten werden, und zwar innerhalb der Parlamente und vor allem auch außerhalb. Der Rechtsruck zeigt sich nicht nur in den Wahlergebnissen der AfD. Das Gefährliche ist die gesellschaftliche Stimmung, die sich darin ausdrückt. Aus verbaler Brandstiftung werden Brandsätze. Es gibt eine dramatische Zunahme rechter Gewalt. Allein im letzten Jahr gab es 3.500 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Rassistische Attacken haben einen neuen Höchststand erreicht. Rechte Gewalt und rechter Terror müssen endlich ernst genommen werden, gerade angesichts der Mordserie des NSU, angesichts der sogenannten Gruppe Freital und angesichts der Anschlagspläne eines rechtsextremen Bundeswehroffiziers. Stattdessen haben wir einen Bundesinnenminister, der öffentlich erklärt, es gebe zu viele Projekte gegen rechts und DIE LINKE Internetplattform in die Media verbietet, statt endlich gegen rechte Hassseiten vorzugehen. Ein Innenminister, der zwei Wochen vor der Bundestagswahl die rechtspopulistische Forderung nach Kürzung der Asylbewerberleistung stellt, wohl wissend, dass sowieso nur noch ein Taschengeld ausgezahlt wird. Ein Innenminister, der falsche Zahlen verbreitet, um Flüchtlinge zu diskreditieren und in der Bild-Zeitung über Burka-Verbote und Leitkultur schwadroniert, statt sich schützend vor diejenigen zu stellen, die angefeindet werden aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion. Und das alles, um im unionsinternen Wettkampf um den härtesten Hund gegen den Innenministerkandidaten der CSU zu bestehen. Und am Ende, das hat sich gezeigt, verlieren beide. Meine Damen und Herren, die Stimmung, in der die AfD stark geworden ist, ist eben nicht vom Himmel gefallen. Es waren die Seehofers, die de Maizières, die Sarrazin und wie sie alle heißen, die Stichwortgeber für Rechtsaußen waren. Es ist doch kein Zufall, dass die AfD vor allem dort stark ist, wo die Union Rechtsaußen Wahlkampf gemacht hat, nämlich in Bayern und in Sachsen, wo die AfD stärkste Kraft wurde. Und es war doch schon bei der letzten Europawahl so, wo die CSU den Wahlkampf gemacht hat, wer betrügt, der fliegt, gegen angeblichen Asylmissbrauch. Danach sagte ein ausgeschiedener Europaabgeordneter, man sollte niemals versuchen, das Stinktier zu überstinken. Recht hat er, meine Damen und Herren. Aber genau das macht die Union immer und immer wieder, und damit vergiftet sie das gesellschaftliche Klima und macht die AfD stark. Und trotzdem fabuliert die CSU jetzt darüber, man müsse die rechte Flanke schließen. Ich sage mal so, das wird sicher heiter auf Jamaika, liebe Grüne. Wer der AfD das Wasser abgraben will, der darf nicht ihre Forderungen und Parolen übernehmen. Das beste Mittel gegen Rechtsextremismus ist es immer noch, selber nicht rechtsextrem zu werden, meine Damen und Herren. Dass überhaupt ein Stimmpotenzial rechts der Union entstanden ist, hat sich doch insbesondere die CSU selbst zuzuschreiben. Maximal provozieren, weit nach rechts außen vorstoßen, die Grenzen im öffentlichen Diskurs ausweiten, immer mit dem Hinweis, dass man das doch wohl noch einmal sagen dürfe, danach das Gesagte etwas relativieren, und wenn es der Nächste sagt, ist es schon kein Skandal mehr. Und so haben sich AfD und CSU gegenseitig befeuert und den gesellschaftlichen Diskurs nach rechts verschoben und Tabus, die jahrzehntelang auf einem demokratischen Konsens beruhten, gebrochen, meine Damen und Herren. An der Stelle will ich auch sagen, dass durchaus auch Teile der Medien sich selbstkritisch fragen könnten, was sie zu dieser Situation beigetragen haben.
angesichts von unzähligen Titelseiten, auf denen die Rede war von einer Flut oder einer Welle von Flüchtlingen, die uns zu überrollen droht, angesichts von Talkshows mit reißerischen Titeln wie Angst vor Flüchtlingen, Ablehnen, Ausgrenzen, Abschieben? Wenn beim Kanzlerduell von 90 Minuten, 60 Minuten lang über die vermeintliche Bedrohung durch Flüchtlinge, den Islam und islamistischen Terror gesprochen wird, wenn für soziale Gerechtigkeit gerade einmal 8 Minuten bleiben und über Bildung und Klimaschutz überhaupt nicht gesprochen wird, dann hat die AfD das Kanzlerduell gewonnen, obwohl die gar nicht im Studio waren, weil ihre Themen das Beherrschende waren. Wenn zugelassen wird, dass die AfD die Agenda bestimmt, oh Wunder, dann stärkt das die AfD. Und das alles, um nicht über die tatsächlichen Missstände reden zu müssen. Ich sage auch, wer rechtspopulistische Forderungen in Gesetze gießt, der ermutigt sie. Und das ist passiert durch die immer weitere Aushöhlung des Asylrechts, durch die Sammelabschiebung nach Afghanistan und die Aussetzung des Familiennachzugs. Ich finde, wir müssen über die tatsächlichen Missstände reden, wie die soziale Ungerechtigkeit, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum oder die Missstände in der Pflege. Denn die Sicherheit in diesem Land ist durch überlastete Pflegekräfte und Krankenhauskeime wesentlich stärker gefährdet als durch den Islamismus, meine Damen und Herren. Und es wäre nötig, über den Nährboden zu reden, über die zunehmenden Abstiegsängste, wenn 1 Million Menschen Leiharbeiter sind, wenn jedes vierte Kind in Armut lebt und immer mehr Menschen von ihrem Gehalt oder ihrer Rente kaum über die Runden kommen, und das in einem der reichsten Länder der Welt. Und diese Menschen fühlen sich zu Recht verhöhnt, wenn die Kanzlerin im Wahlkampf Land auf Land ab erklärt, Deutschland geht es gut. Und wenn dann auch noch versucht wird, diese Menschen gegen Flüchtlinge auszuspielen, dann ist das perfide. Kein Hartz-IV-Bezieher hat auch nur 1 Euro mehr, wenn weniger Flüchtlinge kommen. Vor einigen Jahren waren es noch die angeblich faulen Hartz-IV-Bezieher, die den Werktätigen auf der Klatsche liegen würden. Und jetzt werden diese Menschen gegen noch Schwächere ausgespielt. Aber der bezahlbare Wohnraum ist doch nicht knapp, weil viele Flüchtlinge gekommen wären, sondern weil der soziale Wohnungsbau faktisch eingestellt wurde. Nicht die Flüchtlinge sind schuld, sondern die, die den Wohnraum leer stehen lassen, die damit spekulieren und viel zu hohe Mieten verlangen, meine Damen und Herren. Es gibt einen Verteilungskampf, aber der darf doch nicht zwischen denen geführt werden, die ohnehin fast nichts besitzen, sondern zwischen oben und unten. Und wenn das reichste Geschwisterpaar dieser Republik 1 Milliarde € allein aus Dividenden in einem Jahr bekommt, wenn wir zulassen, dass Amazon kaum Steuern zahlt und wir keine Vermögensteuer haben, dann kann man doch nicht ernsthaft darüber diskutieren, dass Asylbewerber zu viel Geld bekommen würden, meine Damen und Herren. Wir wollen nicht, dass sich die Menschen um die Brotkrumen streiten. Wir wollen die Frage stellen, wo das Brot geblieben ist und wem eigentlich die Bäckerei gehört. Oder wie es unsere Parteivorsitzende Katja Kipping sagt, man sollte nach oben schauen, statt nach unten zu treten, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Ich warne davor, zu glauben, die AfD werde sich selbst entlarven und das Problem werde sich von alleine lösen. Die Gefahr von rechts lässt sich nicht wegignorieren. Und das bekommen als erstes all jene zu spüren, die nicht ins rechte Weltbild passen, nämlich Muslime, Juden, Migranten und Flüchtlinge. Sie sind die ersten Opfer dieser Stimmung. Es gibt bundesweit einen Wahlkreis, in dem die AfD unter 5% geblieben ist. Das ist Münster in Westfalen. In Münster haben vor einigen Monaten 10.000 Menschen gegen einen Auftritt von Frau Kollegin, Sie müssen wirklich langsam zum Schluss kommen. Mein letzter Satz. Das zeigt, Rechte und Nazis bekämpft man am besten durch breite Mobilisierungen. Und deshalb, wir werden in den nächsten Jahren eine laute und konsequente Opposition von links sein. In uns wird die AfD eine entschiedene Gegnerin haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Das Wort hat Abg. René Rock. Fraktionsvorsitzender der FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn wir weiter diese Diskussion so führen, wenn wir weiter einer Partei, die nicht einmal hier im Hessischen Landtag sitzt, so viel Raum einräumen, dann machen wir das Geschäft derer, die wir hier eigentlich nicht sehen wollen. Frau Wissler,
5,8 Millionen Menschen in Deutschland haben diese Partei gewählt. Sind nicht plötzlich 5,8 Millionen Rechtsradikale in Deutschland aus dem Nichts gekommen? 5,8 Millionen Menschen in Deutschland haben gegen diese Große Koalition, die in Berlin regiert hat, eine rote Karte hochgezeigt. Und die Große Koalition, die abgewählt ist in Berlin, da hat noch nicht jeder verstanden, was diese Botschaft bedeutet hat. Wir müssen uns eines klar machen. In einer Demokratie gibt es einen einzigen Tag der Wahrheit. In dem nicht gelogen wird, in dem nicht jeder die Wahrheit uminterpretieren kann, ist der Wahltag. Am Wahltag sagen die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, was sie über die Politik denken. Und an diesem Wahltag haben die deutschen Wählerinnen und Wähler eine klare Botschaft gesprochen. Und jetzt kann man versuchen, im Nachgang, um sich nicht mit seinen eigenen Fehlern zu beschäftigen, dieses Ergebnis umzuinterpretieren. Aber das wird uns nicht weiterbringen. Deutschland ist ökonomisch stabil. Wenn Sie andere europäische Länder fragen, dann sagen die, ihr habt eigentlich gar keine Probleme. Und trotzdem steht unsere Gesellschaft an einem Punkt, an dem wir Deutschland noch nicht gesehen haben. Tiefe Gräben in unserer Gesellschaft, tiefe Anfeindungen. Und liebe Kollegin Wissler, wenn Sie Steine auf AfD-Politiker werfen, dann machen Sie deren Geschäft, und Sie machen nicht das Geschäft der Demokratie. Das ist so. Sie müssen sich bekennen zur Gewaltfreiheit. Sie müssen sich bekennen, ausdrücklich sich zu distanzieren von, ich sage Ihnen doch, wie ich sehe. Ich sehe es so, dass wenn wir diese Partei, nicht souverän und inhaltlich stellen, machen wir deren Geschäft. Wenn sich der Deutsche Bundestag über nichts anderes beschäftigt, ob ein Rentner aus einer Partei den Bundestag ein paar Minuten eröffnen kann, wenn ein souveräner Politiker wie Lammert sich überlegt, ob er ein Gesetz machen muss, um solche Dinge zu regeln, dann räumen wir dieser Partei einen Stellenwert ein, den sie in unserer Politik nicht hat. Und solange wir das machen, haben wir nicht verstanden, wie wir uns wehren können gegen diese Menschen. Und natürlich will ich nicht, dass die AfD hier zweistellig in den Hessischen Landtag einzieht. Und natürlich wissen wir, dass eine schwarz-grüne Regierung eine Reflexionsfläche für deren Art von Politik darstellt. Und darum werden wir in einem Jahr klug bedient sein und klug beraten sein, wenn wir über Inhalte reden und nicht über Gefühle, Emotionen und andere Dinge. Inhalte wird die AfD aufhalten. Warum hat die AfD kein Rentenkonzept? Weil der wohlhabende Millionär, der AfD wählt, aus dem Hochtaunus und vielleicht der Mensch, der sich abgehängt fühlt aus Frankfurt im Stadtteil, die wählen momentan die gleiche Partei, aber diese Partei kann für die gleichen Menschen nicht die gleichen politischen Vorschläge machen. Die haben kein Rentenkonzept, weil sie einfach keins liefern können, weil ihre Partei bei diesen Interessen völlig auseinanderliegt. Da liegt unsere Chance, diese Partei zu stellen. Und wenn wir weiter suggerieren, wenn man AfD wählt, dann haben alle andere Angst oder dann erreicht man was. Nein, man erreicht nichts, wenn man AfD wählt. Man erreicht Protest. Und wenn wir die Lehre aus der deutschen Geschichte nicht lernen, wenn wir die Lehren aus der Geschichte nicht lernen, dass wir eine handlungsfähige Demokratie repräsentieren müssen, wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass diese Stimmen für die AfD keine Stimmen sind, die unser demokratisches System aus dem Gleichgewicht bringen können. Und darum müssen alle demokratischen Parteien daran arbeiten, deutlich zu machen, dass wir handlungsfähig sind, dass die Demokratie handlungsfähig ist und dass das, was jetzt passiert ist bei der Wahl, uns nicht aus dem Gleichgewicht bringt. Wir werden sie stellen, wir werden sie entzaubern, und damit wird auch die AfD auf den Stellenwert zurückgedrängt werden, den sie verdient, und möglicherweise nicht in dieses Parlament einziehen, was unser größtes Ziel ist. Hören Sie auf, diese Partei zu überhöhen. Diese Partei lebt davon. Von ihr Urmythos ist, dass sie von den etablierten Parteien angefeindet wird, dass sie etwas anderes ist. Dass sie lebt davon, dass wir in einer Art über sie reden, als würden sie etwas bedeuten. Nein, sie haben keine Inhalte. Sie werden dieses Land nicht voranbringen. Sie haben keine Idee, wie es besser geht. Sondern sie leben nur davon, eine Erregungskultur in diesem Land auszunutzen. Sie leben davon, Emotionen zu schüren. Jeder, der in diese emotionale Debatte einsteigt, wird deren Geschäft machen. Gezielte Provokationen, wo sie den Wecker nachstellen können, wie wir alle darauf reagieren. Vielleicht müssen wir einfach einmal sagen, das ist Quatsch, aber rational Quatsch. Uns nicht, obwohl es uns wirklich ins Mark trifft, was dort gesagt wird, vielleicht nicht auf die Hupe treten und deren Geschäft machen, sondern wir sollten rational sagen, wo deren Versäumnisse sind, was sie nicht liefern können. Und wenn wir das Führungspersonal der AfD angucken, muss man doch wirklich von keinem vor dem Angst haben, sondern das sind doch Leute, die nur auf den Emotionen der Menschen spielen.
Und liebe Freunde von der Linkspartei, gerade Sie müssten die Partei sein, die sich am stärksten hinterfragt bei dem Thema AfD. Wenn Sie heute diese Partei angreifen und Sie genau wissen aus den Wählerwanderungen, dass relativ gesehen keine Partei mehr an die AfD abgegeben hat als Sie, dann müssen Sie doch sich selbst hinterfragen und mit Ihrem Politikstil und wie Sie auftreten, was das ist. Das waren doch mal zum Großteil Ihre Wähler, die jetzt diese Partei wählen. Das waren doch Ihre Wähler. Das waren nicht die Wähler von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und nicht die Wähler von den Freien Demokraten. Das waren Ihre Wähler. Da müssen Sie sich doch hinterfragen, ob die Art, wie Sie arbeiten, nicht sogar diese Partei noch stärkt. Ich glaube, wir brauchen eine Verantwortungskultur in unserem Land. Wir brauchen eine Verantwortungskultur. Wir brauchen einen ordentlichen Umgang miteinander. Wir brauchen eine ordentliche, respektvolle politische Debatte. Und wir brauchen keine Stärkung der Ränder in unserem Land. Wir brauchen eine stärkere Mitte. Und das ist anständige Politik, rationale, transparente Politik. Und das wird die Populisten aufhalten in unserem Land, weil die Wählerinnen und Wähler sind viel klüger, als wir glauben. Und die Wählerinnen und Wähler haben eine Regierung abgewählt und nicht eine Gesellschaft. Sie haben nicht die Demokratie abgewählt. Sie haben gesagt, sie haben den Stillstand, den Mehltau in Deutschland abgewählt. Und darum lasst uns Deutschland voranbringen. Und dann fallen auch die Rechten und Linken Demagogen hinten runter. Und wir haben ein starkes, in der Mitte regiertes Land. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Ich habe keine. Kollege Boddenberg, bitte sehr. Herr Präsident. Einen Moment, Kollege Boddenberg. Meine Damen und Herren, bitte, bitte beruhigen Sie sich wieder. Der Kollege Boddenberg hat das Wort. Bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich tatsächlich sehr notwendig finde, dass wir heute hier im Hessischen Landtag auch einmal außerhalb der landespolitischen Themen, die wir gestern und vorgestern und heute Nachmittag hatten und haben werden, über das Ergebnis dieser Bundestagswahl reden. Und das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein. Freie, gleiche und geheime Wahlen sind das höchste Gut einer Demokratie, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich glaube, zu diesem höchsten Gut gehört dazu, dass wir zunächst einmal dieses Wahlergebnis akzeptieren, so wie es ist. Das wiederum heißt ja nicht, dass wir alles inhaltlich akzeptieren, was Menschen möglicherweise motiviert hat, ihr Kreuz dort oder dort zu machen. Aber es heißt zunächst einmal zu akzeptieren, dass es offensichtlich Menschen gibt, und das ist das, worüber ja am heutigen Tag und in den letzten Tagen am meisten gestritten und gesprochen wird, dass wir Menschen akzeptieren, die mit einem Kreuz bei einer Partei, über die wir uns hier in der Frage der Qualität dieser Partei, aber auch der Inakzeptabilität dieser Partei nicht unterhalten müssen, die dort ein Kreuz gemacht haben, weil sie ihren Unmut zum Ausdruck bringen wollten. Ich will noch einmal daran erinnern, ich glaube, die meisten Demoskopen sagen, dass drei Viertel derjenigen, die ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben, deren Inhalte nicht gewählt haben, sondern ein Zeichen, ein Signal setzen wollten. Ich will sagen, ich selber habe in vielen Wahlkampfveranstaltungen gehabt, aus meiner Sicht gibt es ein klügeres Kreuz an anderer Stelle, wenn man Denkzettel verpassen will. Apropos Denkzettel, es stellt sich natürlich die Frage für uns alle, weshalb es denn in einer Zeit, in der es in diesem Land so gut geht wie noch nie zuvor, und ich schränke immer gleich ein, den meisten jedenfalls so gut geht wie nie zuvor, weshalb wir ein solches Wahlergebnis haben und die Große Koalition nicht erfolgreich war mit einem solchen Zustand der Republik, sondern beide Parteien, beide Koalitionäre verloren haben in dieser Wahl, und zwar deutliche Stimmenverluste hinnehmen mussten. Und dann komme ich schon einmal auf die Frage, wie ist denn dieser Wahlkampf verlaufen? Und die SPD wird mir als früheren Koalitionspartner der CDU sicherlich nicht übel nehmen, dass ich glaube, dass wenn es so ist, dass es einem Land gut geht, wir auch darüber reden sollten, dass das so ist und nicht, wie Herr Schulz, versuchen sollten, aus einem eigentlich guten Zustand dieses Landes einen Zustand herbeizureden, als stünden wir kurz vorm Abgrund. Und da sage ich sehr deutlich, das hat nicht nur der SPD geschadet, das hat auch der CDU-CSU geschadet. Und zurück zu denen, die sagen, obwohl es so ist, bin ich mit vielem unzufrieden. Ja, da bin ich bei all denen, die sagen, ja, lass uns doch darüber reden, was hat denn diese Menschen bewogen, ihr Kreuz an einer Stelle zu machen, wo wir es außerordentlich und gemeinsam bedauern. Und wollen wir uns doch nichts vormachen. Es geht in allererster Linie darum,
eine Gesellschaft, die in weiten Teilen von sehr viel Unsicherheit und Ängsten geprägt ist, Antworten zu geben darauf, wie die Politik mit diesen Ängsten umgeht und wie die Politik es möglich macht, dass Menschen diese Angst genommen wird. Da ist man sehr schnell bei dem Stichwort Globalisierung. Da ist man sehr schnell bei dem Stichwort Digitalisierung. Ich selber habe bei jeder Gelegenheit, ich war in der Programmkommission der Bundes-CDU, als wir darüber gesprochen haben, wie sieht denn die Zukunft der Arbeit aus, und habe dort immer wieder an verschiedenen Stellen gesagt, Vorsicht, wenn aus Zukunft der Arbeit 80 oder 90% das Thema Digitalisierung wird, dürfen wir uns nicht wundern, dass viele Menschen sagen, ups, da komme ich ja vielleicht gar nicht mehr mit. Und wie wird es meinen Kindern gehen in einer digitalisierten, anonymisierten Welt, in der die Automation und der Computer das Leben bestimmt und nicht mehr das Menschliche im Vordergrund steht? Und daran mache ich viele Unsicherheiten in dieser Zeit fest. Daran mache ich fest, dass Menschen Sorge haben, im Internet gelesen haben oder in der Bildzeitung gelesen haben, dass sie demnächst kein Bargeld mehr in der Tasche haben werden. Ja, diese Meldung hat es gegeben, und es gab ja Grund, darüber zu diskutieren, wie gehen wir denn mit digitalisiertem Zahlungsverkehr um. Und ich habe mich sehr darüber geärgert, auch über meine eigenen Parteifreunde, die nicht in der Sekunde eingeschritten sind, als daraus die Erkenntnis bei Oma Lena wurde. Sie wissen, bei der hessischen CDU heißt diese Dame immer so. Die nehmen mir mein Bargeld weg. Und das können Sie durchdeklinieren in eine ganze Reihe von Lebensbereichen, wo Menschen schlichtweg sagen, da läuft etwas in einer Eigendynamik, das mir große Sorge, ja Angst macht. Und deswegen müssen wir darüber reden. Wir müssen natürlich auch darüber reden, dass es weitere Gründe für Ängste gibt. Die Angst vor Terror, die Angst davor gibt, dass Menschen glauben, dass wir unsere kulturelle Identität, in Klammern unsere Heimat, verlieren. Das können wir doch nicht als unbegründete Angst in einer Zeit nehmen, in der gerade das Thema der kulturellen Identität und der Heimat so wichtig geworden ist an einer globalisierten Welt, die so viel Anonymität mit sich bringt. Und Herrn Habeck, lieber Matthias Wagner, habe ich, nachdem er bei euch am Neujahrsempfang im letzten Jahr gesprochen hat, gesagt, ich hätte nie gedacht, dass mal ein grüner Spitzenpolitiker in einer Rede von 20 Minuten achtmal das Wort Heimat benutzt. Ja, ich glaube, es ist parteiübergreifend angekommen, dass wir uns darum kümmern müssen, dass sich Menschen auf dieser Welt wohlfühlen wollen und dass sie ein Gefühl haben wollen, dass es nicht nur so etwas wie eine solche Identität und eine menschliche Nähe und Heimat gibt, sondern dass sie natürlich auch, und das ist mein letzter Punkt in der kurzen Zeit, in der wir heute Zeit haben, darüber zu reden, auch noch ein paar andere Dinge erwarten. Nämlich, dass die Regierungen dieses Landes am Ende des Tages bereit sind, mit den Menschen über diese Dinge zu reden, einerseits, andererseits Lösungen anbringen und anbieten und am Ende diese Lösungen auch durchsetzen, sodass die Menschen das Gefühl haben, es gibt keinen Kontrollverlust in diesem Land, sondern es gibt in diesem Land klare Regeln, die wir am Ende durchsetzen müssen und wo die Menschen auch das Gefühl haben müssen, dass sich alle an diese Regeln halten. Und lieber Matthias, da wäre ich ein bisschen kritisch bei der Bemerkung, lieber Herr Kollege Wagner, die Sie du gemacht hast in der Frage des Populismus. Ich glaube, es ist notwendig, dass man immer wieder einmal daran erinnert, dass es diese Regeln gibt. Und es ist ja Herr Herrmann und Herr de Maizière angesprochen worden. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass man Menschen sagt, ja, wir sind der Meinung, dass wir Regeln, die wir haben, auch durchsetzen müssen. Und da immer gleich mit der Populismuskeule zu kommen, wäre mir ein bisschen zu kurz gesprungen. Aber ich sage ausdrücklich, ja, wir müssen auch darüber reden, wie intoniert man dann. Und da bin ich wieder bei all denen, über die wir hier auch im Hessischen Landtag gesprochen haben. Wie intoniert man solche Forderungen und solche Vorstellungen von Politik? Und letzte Bemerkung. Über die LINKEN wollte ich eigentlich heute nicht reden. Liebe Frau Wissler, Ihre Rede am heutigen Tage, gespiegelt mit den Interviews von Sarah Wagenknecht in den letzten Jahren, führt DIE LINKE ad absurdum von oben bis unten. Und Sie haben das Ergebnis, das Herr Rock eben besprochen hat, nämlich Sie sind diejenigen, die die meisten Stimmen an die Rechtspopulisten verloren haben, die mit Abstand meisten Stimmen dorthin verloren haben. Und darüber dürfen Sie sich nicht wundern. Darüber dürfen Sie sich nicht wundern, sondern es sollte für Sie der Auftrag sein, eben genau darüber nachzudenken, ob die Frage des Kontrollverlustes, den viele Menschen umtreiben, ob das nicht auch in Ihrer Verantwortung liegt. Ich erinnere hier im Hause noch einmal an die Ereignisse, wo Sie ganz vorne mit dabei waren, wenn es darum ging, die Regelmechanismen und die Gesetze unseres Landes außer Kraft zu setzen und hinterfragen zu müssen. Ich erinnere an Blockupy, ich erinnere an G20, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da haben die Menschen auch Sorge gehabt, dass die Regierungen nicht mehr in der Lage sind, dieses Land in Ordnung und klaren Strukturen zu gestalten und zu regieren. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende der SPD, Kollege Schäfer-Gümbel. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Bisher verläuft die Debatte in etwa so, wie ich sie erwartet habe. Wechselseitig wird sich erklärt, warum der jeweils andere die Verantwortung dafür trägt, dass es in der Tat bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag zu einem Rechtsruck kommt und kam. Ich will ganz bewusst anders anfangen. Die deutsche Sozialdemokratie hat am vergangenen Sonntag eine sehr bittere und schwere Niederlage erlebt. Die Sozialdemokratie ist am vergangenen Sonntag von den Bürgerinnen und Bürgern trotz aus unserer Sicht vernünftiger Arbeit in der Großen Koalition schlicht abgewählt worden. Wir akzeptieren dieses Wahlergebnis, weil wir das Vertrauen, das wir erreichen wollten, um die nächste Bundesregierung anzuführen, nicht nur nicht erreicht haben, sondern deutlich weniger Stimmen erreicht haben als das, was wir eingebracht haben in die Große Koalition. Wir sind davon überzeugt, dass es ein Akt staatspolitischer Verantwortung ist, dieses Wahlergebnis nicht nur zu reflektieren, sondern auch anzunehmen, die Konsequenzen zu ziehen und in die Opposition zu gehen. Ja, es gibt allen Anlass, über das Ergebnis der Rechtsnationalisten zu reden. Und zumindest ab und zu ist es ja ernsthaft herausgeblitzt in den bisherigen vier Redebeiträgen, um was es dabei geht. Ja, es ist eine Zäsur, dass erstmals seit 1945 wieder eine Partei in den Deutschen Bundestag einzieht, die offen Rechtsextremisten und Neonazis hofiert und in ihren Teilen, in ihren Reihen toleriert. Die Herausforderung für uns in den nächsten Jahren wird jetzt auch sehr viel stärker noch im Westen und auf der nationalen Ebene sein, ein vernünftiges Verhältnis zu finden, auf der einen Seite die ganz bewusste Strategie der Rechtsnationalisten, rote Linien zu überschreiten, um mit Provokationen den gesellschaftlichen Diskurs in unserem Land zu bestimmen und zu prägen, auf der anderen Seite genau die roten Linien zu markieren, indem wir nicht bereit sind, sie zu akzeptieren, aber gleichzeitig nicht zuzulassen, dass sie genau diesen gesellschaftlichen Diskurs bestimmen. Dazu gehört auch, keinen Wähler, keine Wählerin, auch die, die aus Protest, dazu werde ich gleich noch einige Bemerkungen machen, die AfD gewählt haben, aus ihrer Verantwortung zu entlassen, dass sie in ihrem Protest eben eine in Teilen rechtsextremistische Partei gewählt haben. Und das gesellschaftliche Klima, das dazu beigetragen hat, ist eben auch mehrfach bereits angesprochen worden. Ja, wir erleben in Teilen eine Debatte, die wohlstandschauvinistisch ist. Diese wohlstandschauvinistische Position wird nicht nur von der AfD vorgetragen. Keine der hier im Hessischen Landtag vertretenen Parteien ist frei davon, Personen zu haben, zumindest mit wohlstandschauvinistischen Positionen blinken. Thilo Sarrazin, Markus Söder, Herr Palmer, Frau Wagenknecht und andere, die in den letzten Jahren immer wieder dazu beigetragen haben, den gesellschaftlichen Diskurs zu verschieben. Wir haben uns hier gemeinsam entschieden, angesichts der Humanitätskrise im Jahr 2015, und ich glaube, dass wir da auch staatspolitische Verantwortung übernommen haben, dafür zu sorgen, dass niemand gegeneinander ausgespielt war. Das war das Kernversprechen des gemeinsamen Paketes, das wir hier auf den Weg gebracht haben. In diesem Wahlkampf ist mir oft die Position begegnet, mag ja sein, aber jetzt, angesichts dieser Aufgabe, jetzt ist auf einmal Geld da für alles Mögliche. Und zumindest diesen Hinweis muss man ernst nehmen, wenn Leute darüber reden, dass in diesem Land etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und da will ich ausdrücklich auch etwas zu diesem Bundestagswahlkampf sagen. Ja,
Dieser Bundestagswahlkampf war in weiten Strecken eigenartig. Ich will mich ausdrücklich nicht mit Ihnen über Martin Schulz und die Frage unserer Kampagne. Wir haben genügend Anlass, über unsere Kampagne zu reden. Aber ich will zumindest an zwei Stellen vielleicht einmal den Versuch machen, dass vielleicht auch andere angesichts des Wahlergebnisses anfangen, darüber nachzudenken, welchen Anteil Sie haben könnten. Die Entpolitisierung dieses Wahlkampfs als bewusste Strategie ist Teil des Problems. Ich will das offen sagen, es wird nicht besser, wenn man dann nach der Wahl mit allen möglichen flotten Sprüchen von wegen, ich sei der Bestimmer, sozusagen in der staatsautoritären Art der letzten Jahre weitermacht. Und das gilt auch für andere, die nach der letzten Bundestagswahl bei 8,4 ihren Spitzenkandidaten vom Feld gejagt haben und jetzt bei 0,5 Prozentpunkten mehr angeblich der Wahlsieger dieser Bundestagswahl sind. All das trägt dazu bei, dass ein Bild von Politik entsteht, das den Botschaftern der Angst das Geschäft leichter macht. Ich will das ganz deutlich am Ende sagen, dieses dritten Teils meiner Ausführungen, Herr Wagner. Es gibt in diesem Land kein Grundrecht auf große Koalition. Es gibt kein Grundrecht auf große Koalition. Deswegen würde ich gerne die letzte Minute nutzen, um vier kurze Bemerkungen zu machen, was ich glaube, was vor uns steht. Erstens. Menschen haben die AfD gewählt aus drei Gründen, außer dem rechtsextremistischen Teil und der gesellschaftliche Modernisierung verweigert. Das ist die Angst vor Wohlstandsverlust. Da haben Sie zwei Stichworte genannt mit Globalisierung und Digitalisierung. Es ist die Verlustangst vor sozialer und öffentlicher Sicherheit, auch angesichts von Terrordebatten. Und es ist ganz dezidiert auch der Verlust und die Verlustangst vor kultureller Identität. Die Heimatdefinition ist deswegen zentral. Ich habe dazu eine für mich. Ich weiß, dass es aber eine kopfgesteuerte ist. Für mich ist Heimat da, wo ich verstehe und wo ich verstanden werde. Ich glaube, dass wir eine Debatte darüber brauchen, genau zu diesen drei Fragen. Und deswegen war es richtig, über zunehmende Ungleichheit, die sich unterschiedlich auswirkt. Es geht nicht nur um Verteilungsgerechtigkeit, aber dass es notwendig war, über die Frage der Verängstigung und der Verunsicherung zu reden. Deswegen bin ich nicht sicher, ob alle Bewertungen zum Duell am Ende wirklich richtig sind. Ich finde, auch darüber werden wir nachzudenken haben. Ich glaube, dass allerdings unsere Antworten durchgängig zu schwach waren, weil auch in dem Wettstreit, insbesondere der beiden großen Parteien, zu wenig Klarheit herrscht. Das ist meine letzte Bemerkung. Ich weiß, ich muss zum Ende kommen. Meine letzte Bemerkung. Wir haben vor wenigen Monaten in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz eine interessante Untersuchung zur Kenntnis genommen. Der Marshall Trust hat herausgefunden, dass die Rechtsnationalisten in den letzten 40 Jahren in Europa immer dann besonders erfolgreich wurden, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse besonders stabil und robust waren und die beiden großen ideologischen Blöcke nicht mehr über die Kernfragen miteinander gestritten haben. Ich glaube, nach dieser Debatte haben noch nicht alle verstanden, wie scharf in der Tat die Zäsur des vergangenen Sonntags war und wie viel Anlass wir haben, auch aus staatspolitischer Verantwortung den Streit über den richtigen Weg zu intensivieren. Herzlichen Dank.